Scheiße, was war das? Scheiße. Ich wollte gerade noch sagen, ihr Pegida-Nazis, wenn das sind, ey. Das kommt davon. Die sind schon tot. Mrs. Summer. Mrs. Summer. Mrs. Parker. Mit der Plastikgabel. Warum schwank ich da nicht so komisch? Silbertafelmesser hat es dabei. Hat es gerade noch so retten können, bevor die Mauer und so hat sie eingesteckt. Die war gerade beim Schnapulieren. Und da hat sie gesagt, bevor ich den Teller und so, den Teller kann ich liegen lassen, aber die Silbergabel nicht. Oder das Besteck an sich. Ja, ja. Hier ist noch ein Koffer für Einsteiger. Ja, ja. Wo ist es denn jetzt schon wieder? Also. Vogel. Kronkorken und Klebeband. Auch ein Klebeband. Danke. Ich hab's ja dick, ne? Kann man sagen. Man könnte auf die Idee kommen, dass ich... Hoppala, was ist denn das? Man könnte auf die Idee kommen, dass ich's dick hab. Das ist aber nicht dick. General Atomics Gallery. Nicht vergessen! Ihr seid der Stolz von General Atomics! Kommen Sie rein! Kommen Sie her! Ja, hier! Ich? Empfangspersonal reden! Dein Aufseher? Sarkastisch. Ja, und ich bin der Gouverneur von Massachusetts. Interimsgouverneurin Graham? Welch eine Ehre, Mann. Das dürfte die Verspätung erklären. Sie haben bestimmt viel zu tun. Nun, ich möchte Sie als Erster bei Ihrer neuen Stelle willkommen heißen. Sobald Sie sich mit allem vertraut gemacht haben, sollten Sie sich beim Direktor melden. Sein Büro ist in der Statue in der Mitte des Platzes. Wir haben zurzeit geschlossen, aber Personal und Angestellte dürfen das Gelände natürlich betreten. Wenn Sie Fragen haben, helfe ich Ihnen gerne. Warum hast du zu, General Dummix, der Direktor? Warum hast du zu? Warum ist die Galleria geschlossen? Aufgrund laufender Prozesse darf ich das nicht beantworten. Richten Sie Ihre Fragen bitte an die Rechtsabteilung von General Atomics. Ja, ja.
Der Direktor? Wer ist der Direktor? Das patentierte Direktor-Management-System oder DMS von General Atomics koordiniert die Aktionen der Roboter hier in der Galeria. Der Direktor ermöglicht einen autonomen Betrieb der Galeria ohne menschliches Eingreifen. Erledigt? Das ist alles. Nun gut, viel Spaß bei Ihrem Besuch. An alle Mitarbeiter! Verdächtiges Verhalten ist umgehend dem Direktor zu melden! In der Mitte von der... Hä? Kommen Sie rein! Vorsicht vor Dieben! Oh. Eindringlinge und Kommunisten! Back Alley Bowling. Okay, Made. Treten Sie vor. Langsam. Bleiben Sie stehen. Ich habe Ihr Vorgehen beobachtet. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Für einen Kriminellen. Sarkastisch. Ach, die Mafia hat keine Bewerbungen angenommen. Aber ich gebe mein Bestes. Genau das würde ein Kommunistenspion sagen. Selbstgefällige Mistkerle. Was haben Sie vor? Für wen arbeiten Sie? Ich will antworten! Warten Sie. Die große Neueröffnung. Sind Sie Neueröffnungsaufseher 18 Alpha? Sie sind spät dran. Unsicher. Große Neueröffnung? Nein. Nein, ich schaue mich wirklich nur um. Inakzeptabel. Die Galeria hat geschlossen. Sie wurden gewarnt. Sie alle sollten Sie aussortieren. Was für ein Arschlappen. Ich bin ja nicht freiwillig gekommen, ich wurde rein gebeten. Nicht vergessen, ihr seid der Stolz von General Atomics. In der General Atomics Galerie. Sie müssen der neue Aufseher sein. Nein. Ich fürchte, du verwechselst mich da mit jemandem. Tut mir leid. Nach 428 Fehlversuchen war ich mir so sicher. Wenn Sie den Faulpelz treffen, sagen Sie ihm, dass seine Schicht vor 210 Jahren begonnen hat. Er muss sich im Büro des Direktors in der Statue melden, um eine Zuweisung zu erhalten. Die Galeria ist bedauerlicherweise für Besucher geschlossen. Aber wenn Sie Fragen haben, helfe ich Ihnen gerne. Erledigt. Das ist alles. Nun gut, einen schönen Tag noch. An alle Mitarbeiter. Verdächtiges Verhalten ist umgehend dem Direktor zu melden. Dann lang. Ich weiß nicht. Eieieiei. Kinderkrippe. Ich möchte eigentlich nur ungern mein Pipoi-Licht einschalten. Ganz ehrlich. Was ist denn das schon wieder für ein Kram? Das ist Kinderkrippe? Das sieht man aber nicht nach Kinderkrippe. Was für eine Schutzhütte? Komm ich denn da? Aha. Mit Schutzausrüstung rein, dann bist du gleich am Arsch. Oh, Waffe wegstecken und Licht einschalten gleichzeitig. Das ist genial. Ja, beide Tasten gleichzeitig kommen. Und gedrückt halten. Was ist denn das jetzt schon wieder? Thank you.
Melonenblüte. Wildmelonenblüte. Oh ja, von mir aus. Oh, da. Was haben wir denn hier? Hochblumen. Ein einfaches Leben ist das nicht. Hi. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. Vielleicht. Ah, hier. Schau mal auf, damit wir miteinander quatschen können. Wir können wirklich deine Hilfe brauchen. Was brauchst du? Sag's mir einfach. Das kriege ich schon hin. Die Minutemen haben mich geschickt. Ich gehöre zu den Minutemen. Wie kann ich helfen? Irgendwas Fieses lebt hier in der Gegend. Ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu ernsten Schwierigkeiten kommt. Das wirklich Blöde an der Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedlung leicht wieder alles aufgebaut werden. Wo sind die? Ich sorge dafür. Mal sehen, was ich tun kann. Oh, danke. Wir wussten wirklich nicht weiter. Sunshine Tidings, Kooperativ und so weiter, bla bla bla. Ach du, was ist das denn? Ach, da hinten. Was Fieses lebt da? Es gibt nichts Fieses. Das einzig Fiese, was ich kenne, bin ich. Hier. Ja, was denn jetzt? Mann. Hier eine Toilette, Buff out. Oder was auch immer das jetzt gerade war. Nochmal Buff out. Ach, muss hin auf den Sportplatz. Ich weiß nicht, ich habe ein Alibi. Middle School. Ich mach mal einen Speicherpunkt. Hot Dog. Ach, heiße Hunde gibt's hier auch. Sensor meldet feindliche Präsenz. Offenbar ist mein Ziel verschwunden. Lappen hier. Kronkorken haben sie auch dabei. Und Telefon. Anschellen. Ja, wir werden irgendwann, wenn wir mal das Institut besuchen und keine Ahnung. Wie das läuft, ich weiß es noch nicht. Und dann werden wir den Herrn Besuch abstatten. Wie gesagt. Und dann schauen wir mal, was Sache ist. Bis jetzt habe ich da noch keinen Bock drauf, dahin zu gehen. Ich möchte jetzt erstmal meine Siedlung ausbauen, falls man das so sagen kann. Kann man das so sagen? Siedlung ausbauen?
Nee, ne? Eigentlich schon. Wer ist das jetzt? Bist du irre? Der tötende Koch, oder wie sehe ich das? Was geht ab, ey? Hä? Oh, da ist eine Kiste drin. Das war's dann aber auch. Slocums Joe Firmenhauptsitz. Slocums? Hat das was mit Ding zu tun? Ii, pfui. Hallo? Oh, lauter Telefone. Nur für komische Arschlappen, ey. Und so unzivilisiert auch noch. Ich muss ihre Existenz beenden. Ich habe immer das Pipoll-Licht an, ne? Deswegen, außer bin ich hier nicht im Schleichmodus. Die Winterholebahn Nummer 2? Ich bin mit den modernsten Sensoren des Instituts ausgestattet. Ich werde sie finden. Das ist so schön. Ich fick dich auch, wenn ich dich sehe. Ab dich. Nee, andersrum wird ein Schuh draus, Arschloch. Ich fick dich gerade in den Arsch. Ich weiß ja nicht, ob dir schon mal jemand gesagt hat. Oh, 556er. Sieht man auch relativ selten. Oh, ich hab nichts gesagt. Martensender, Maltensender. Von mir aus soll das nicht sein. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Wo war denn eigentlich die Marte jetzt? Wo haben wir denn der, wo hatten die uns erschossen? Das Häufchen innen. Das war irgendwo da unten, ne? Nächste Frage, gehen wir mal da lang. Vorher speichere ich noch. Und vorher setze ich mir noch die schöne Spritze. Und nachladen wird vielleicht auch nicht schlecht. Nicht einmal ein müdes Lächeln werdet ihr von mir sehen. Nicht einmal ein müdes Lächeln. Es hat mir nur nicht einmal gekratzt, dass ihr hier aus Löchern gekrochen kommen seid. Wie die Pegida-Faschisten. Genauso. Schraubzieher hat er dabei. Wo hat er das wohl im Arsch? Kronkorken, Plastiklöffelchen.
Ziedler, Grundkorken, Kaugummi, Hirschleder und so weiter. Was haben wir denn da? Waffenwerkbank. Ist da was drin? Schade. Daddy Bear auf jeden Fall. Hier ist gerade was vorbeigeschlappt. Oh, Schachtel Kippen hat er auch dabei. Du hältst dein Maul. Sag's ja, nicht mal ein müdes Lächeln. Ich weiß ja, was ihr Vögel immer für Probleme habt, ey. Nein, scheint ihr nicht zu akzeptieren, hä? MedTech Research. Alles klar, ist in Ordnung. 8-Ball. Und deine Schwester wahrscheinlich. Toy Alien. Hier haben wir noch einen Raider. Und 45er. Und eine Kuh. MedTech Research. Was ist das? Aha. Briefkasten, Kronkorken und 45er. Ja, ja. Wir brauchen jetzt nicht in Freudengeschrei ausbrechen, wobei wir so ein bisschen, weißt du, das ist schon schäbig genug. Oh, ein Bus. Reisebus. Da war ich doch vorhin schon drin, oder? Ja, ja, da war ich doch vorhin schon drin. Oh, Kippenautomat. Aschenbecher, Kippenautomat. Nichts drin. Hoppala. Mülleimer, Zeitungsständer, whatever. Drei Achter und Wrench. Ein Häuschen. Von der anderen Seite festgekettet. Ach, hervorragend. Da muss ein anderer Eingang sein, ne? Zugenagelt. Ja, wie geil ist das denn? Geil ist das denn, Alter? Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Hallo, mal ganz im Ernst? Da kommst du nicht drauf von alleine. Da kommst du nicht drauf. Ich schon. Weil ich ein bisschen schräger denke. Ordner. Den Hammer nehme ich mit und das Teil. Ja, Wahnsinn. Einsteiger-Safe. Das muss ich mir merken. Wenn irgendwo irgendwas zugekettet ist und ein Sofa drin steht. Naja. Kann ja sein, dass es funktioniert. Schlafwandler-Notiz. Schlafwandler-Notiz. Lesen wir gleich mal. Oh, tschupp. Simtek und Red X, den Holzlöffel nehme ich auf jeden Fall mit. Die Blume. Wahnsinn. 5 mm. Ja, 15 Stück. Ein Telefon. 3 Achter.
Was haben wir denn hier? Nicht eine Kamera. Und dann war ja hier noch Old Gulle Zenkloch öffnen. Aber ich wollte vorher noch das Ding lesen. Der Weg zur Freiheit, nicht Daten. Inventar. Hilfsmittel diverses. Schlafwand. Notiz. Katie, stell dein Bett nach unten. Dieses Schlafwandeln wird dich noch umbringen. Monty. Okay. Notiz des Partners. Dann haben wir das auch. Weyer hat das Schutzgeld schon wieder erhöht. Wir zahlen mittlerweile fast die Hälfte unserer Einnahmen an Libertalia. Tommy schaut sich die Bücher an. Du musst einen besseren Weg finden, diese Rennen zu manipulieren. Schalte ein paar Bots aus und schau mal, was du tun kannst. Ach so. Notiz des Schlägers. Also, Boss, ich habe alles getan, was ich konnte. Diese alte Blechbüchse kann nicht laufen. Bei dem Zustand können wir von Glück reden, wenn das Ding, ach so, überhaupt gehen kann. Du brauchst noch einen Rennfahrer, dann brauche ich noch einen Bot. Das hatten wir ja schon. Das Passwort ist Eifrigen. Die Pikmin-Visitenkarte, lass mir die auch mal haben. Pikmin war hier, finde mich, wenn du dich traust. Na klar. Techniker, persönlicher Eintrag. Johlen, grinsen, lachen, spotten, necken. Oh, er hat einen Highschool-Abschluss. Alles gut, er war sich am Werkunterricht. Oh, guck mal, er liest Wissenschaftsmagazine. Ha, ha, ha. Werkunterricht. Sollen Sie das hier mal im Werkunterricht machen? Meine Ingenieurskunst. Das Beste auf dem Gebiet beschleunigter Waffen. Meine Schönheit. Mein Junkjet. Die werden sich noch wundern. Diese Ingenieure mit ihren Anzügen und tollen Abschlüssen. Am Montag werde ich es Ihnen zeigen. Alles klar. Der zerrissene Brief. Du weißt, wie sehr du mir fehlst, aber es ist zu gefährlich. Wenn du in Diamond City bleibst, bist du zumindest in Sicherheit. Falls dein Entschluss wirklich feststeht, sei vorsichtig, reise nachts, bleib am Fluss und was immer du tust, geh nicht nach Kommen. Geh nicht ins Kommen. Ich weiß ja nicht. Notiz des Schläger des Vaters. Das Jakob-Passwort, die Jagdname, die grüne Farbe. Ach, das ist die grüne Farbe. Das Holeband Nummer 2. Von Eddie Winter. Nachricht an Robert Cooper. Das war gute Arbeit, Bobby. Die Frau und das Mädchen werden nichts sagen. Keine Sorge. Wenn die Schecks von der dicken Lebensversicherung erstmal kommen, wird sich Mrs. Montrano wünschen, dass ihr fetter Arsch von Mann schon vor 5 Jahren ins Gras gebissen hätte. Und wie es weitergeht, das überlasse ich dir. Strand, Sandwichladen, Schrottplatz, ist egal, wo er landet. Solange Johnny Senior nie herausfindet, was mit seinem kleinen Fleischklops passiert ist, müssen wir uns keine Gedanken machen. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Nein, Alter, was für ein Schwein. Holeband Nummer 9. Nachricht an Claire Posinski. Es ist an der Zeit, über einen Urlaub nachzudenken. Wie klingen 6 Wochen in Irland? Dublin, Galway Bay, Waterford. Vielleicht eine Woche in der kleinen Herberge in Kilkenny. Und keine Sorge, wir müssen meinen Cousin Stephen nicht mitnehmen. Soll er doch allein aus dem Land flüchten. Ich habe ihm gesagt, er soll den Bullen bedrohen, nicht mit einer Schrotflinte den Kopf wegblasen. Von mir aus kann er in der verlassenen Fischerei am Union Wharf verrotten. Liebe dich. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Schön, dass wir es auch klären konnten.
Ah, du Fatze, du. Du einarmige Fatze. Beim nächsten Mal schieße ich hier die Birne vom Hals. Schlagring, Institutgewehr, Impro-Pistole habe ich denn eigentlich auch. Schade. Mollis habe ich noch jede Menge. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Was ist denn das schon wieder? Meine Kampflinde. Das sieht aber komisch aus, der Teil. Schaden 50, das ist doch nicht mal nicht Kampflinde. Jetzt wollen die mich aber verkackeiern. Kurzläufige Schrotte, das ist doch ein Witz, oder? Meine Sniper. Sieht mir das aus wie eine Sniper? Meine Kampflinde. Hä? Doppelläufige Schrotflinde? Mein Sturmgewehr. Mein Institutgewehr, keine Ahnung. Wie komme ich bitteschön zu der Ehre, das Gerät hier? Das ist doch ein Witz, oder? Das ist doch ein Gag. Na mal ganz ehrlich, dass doch niemand die Schrupp finde. Also irgendwas ist hier schief gelaufen. Muss man ganz ehrlich sagen, irgendwas ist hier schief gelaufen. Dass doch niemand die Schrupp finde. Aber niemals. Nicht in 100 Jahren. Ich habe keine doppelläufige Schrotflinte. Ich habe eine 8 Magazin Schrotflinte gehabt. Kampf, Combat. Shotgun. Combat Shotgun hieß die. Kampfschrotflinte. Achso, nee, das kann doch nicht wahr sein. Ich guck dir mal das hässliche Teil an. Guck mal. Ja, möchte ich gern laden. Es sind nur 3 Minuten. Ey, willst du vielleicht... Du hast deinen alten Look satt. Ein plastischer Chirurg kann dir ein völlig neues Gesicht verschaffen. Natürlich. Hä? Ich sag mal, ihr wollt mich jetzt verkackeiern, ha? Also gut, dann nehmt mit. Wir gehen nochmal Trumbling Diner, wir gehen nochmal zu mir nach Hause. Weil das kann nicht wahr sein, das kann es nicht gewesen sein. Nein, ehrlich nicht. Ist nicht. Das ist ein Ding oder Möglichkeit.